zurück bei Xenoblade Chronicles. Wir suchen Elektra. Und Elektra ist irgendwie ganz weit weg. Also, ganz weit weg. Ich guck mal ganz kurz. In der Richtung ist sie sogar. Zu dem Baum da hinten. Da müssen wir jetzt hin. Einzelheiten. Brauchen wir jetzt nicht. Wir wissen, wo sie ist. Und da wollen wir jetzt hin. Elektra, so warst du nicht gemeint. Du hast zwar Nia verletzt, aber das ist doch nichts Schlimmes. Nia kann das ab. Hallo, die steht auf sowas. Glaube ich zumindest. Darf ich hier vorher noch einsammeln? Tatsache, oder? What have we here? Schön. Vorher noch einsammeln. Hm. So, komm her, Elektra. Elektra! We finally caught up with you. Please, don't come near me, okay? I can't control my own power. I can't help it. I just end up zapping everyone. That's as may be. But don't worry about it. Your power is a massive help to us. He's right. It certainly doesn't matter to me. Really? No word of a lie, kid. You still have much growing to do. Perhaps a little training is in order. Training? That good idea. You must connect with your powers and, in doing so, learn how to better control them. And then, you won't accidentally shock people anymore. You won't hurt anyone ever again. No more random shocks, especially not for me. Wow! Maybe you're right! Thanks for the advice, everyone. Thank you very much. I'm going to train as hard as I can. I'll get this power under control. You'll see. I owe you guys big time. Oh, stop it! Gut, kann ja trotzdem so bleiben, selbst wenn sich die Gruppenmitglieder geändert haben. Okay. So, sprich mit verschiedenen Leuten, um die Stufe von Elektra Spezialtalent Donnergöttin auf Stufe 5 zu erhöhen. Was? Okay. Das heißt, wir sollen jetzt mit 5 verschiedenen Leuten sprechen. Aber wo? Ein Torrigod? Ja. In Torrigod. Torrigod, oder wie auch immer. Off we go! What will we find? Ich würde ja mal interessieren, was passiert, wenn ich den Typen angreife, aber egal. Danke schon mal, dass ihr mir das Gorm und Walnussholz besorgt habt. Mokumo Moku findet ihr im Wandelwurzlager in der Nähe der Bauweiser. In der Garantieebene. Für traditionelle Gomotti-Holzarbeit wird fast ausschließlich das sogenannte Rätselbaumholz verwendet. Weiter, weiter, Tora braucht mehr Infos. Der Name stammt daher, dass die Jahresringe des Baumes wie eine Art Puzzle aussehen. Verrückt, oder? Das Holz dieses Baumes ist leicht zu verarbeiten und daher wird auch alles Mögliche daraus gemacht. Von den kleinsten Accessoires bis hin zur großen Blockhütte. Dieses Holz kommt praktisch überall zum Einsatz. Downstown? Sammelt doch selbst ein wenig davon. Könnt ihr irgendwo nützlich sein. Rätselbäume findet ihr hier überall. Habe ich jetzt schon 5 verschiedene Leute? Ich weiß es jetzt nicht. Was ich aber weiß ist...
dass wir hier anscheinend mit irgendjemandem sprechen sollen. Nein. Ach, ich bin so doof. Dann gehen wir halt auf der Richtung dahin. Charlie. Wirklich zu dumm, wenn doch nur jemand hier wäre, der sich gut mit Elektrizität auskennt. Hm, vielleicht ja. Ich denke, das müsste funktionieren. Gibt es hier irgendein Problem? Kann man sagen, in diesem Tümpel haben sich Parasiten breit gemacht, die den armen Fischen zusetzen. Insektenvernichtungsmittel können wir aber nicht einsetzen, da das den vielen kleinen Fischen schaden würde. Mit einem schwachen elektrischen Stromfluss könnte man die Parasiten vielleicht alle auf einmal abtöten. Aber leider kenne ich niemanden, der... ich weiß nicht wieso, aber irgendetwas sagt mir, dass du dich mit sowas gut auskennst. Das ist dir also aufgefallen, ja? Ja, glaubst du, du bekommst das hin? Parasiten vernichten, ohne dabei den armen Fischen weh zu tun? Naja, ich bin nicht gerade für mein Feingefühl bekannt. Gut möglich, dass ich dem Fischen dabei auch einen Schlag verpasse. Jetzt hab dich doch nicht so. Versuch's wenigstens mal. Ach verdammt, ich krieg's einfach nicht hin. Tut mir echt leid. Aber ich will nicht, dass plötzlich alle Fische mit dem Bauch nach oben schwimmen. Okay, also bei Charlie kann ich es jetzt noch nicht machen. Das, wir müssen also woanders gucken. Ja, halt, wir müssen... Wartet, stopp. Hahaha. Wir müssen ja ihre Sachen da... Hier ihre Harmonie ein bisschen erhöhen. Aber jetzt war die Frage Schockangriff. Was war denn das gerade, was sie brauchte? Blitze zu kontrollieren. Und dann brauchst du jetzt als nächstes Elektras Unfähigkeit, Blitze zu kontrollieren. Bedingungen. Sprich mit Stadtbewohnern jeder Region und trainiere das Spezialtalent Donnergöttin. Okay. Dann geben wir dir mal den Amethyst später. Aber ja, Hier, was wollte ich denn? Wo ist ein Elektra? Da. Ach Mann, ich wollte doch gucken, wie es heißt. Donnergöttin, hä? Das heißt also, das muss ich trainieren. Aber wie? Gibt es hier noch mehr, die Hilfe brauchen? Machen wir erstmal ein paar auf. Ne, wir machen erstmal was anderes. Ganz kurz. Ich wollte nämlich die ganze Zeit schon einmal schlafen gehen. Und gucken, ob ich mich leveln kann. Ja, wunderbar. Yeah, I'm feeling stronger than before. 26. Tora feels stronger. I'm stronger than this, you know. Much, much stronger. Wow, den kann ich sogar schon auf 27 bringen. Feeling it in me guns. Bonus-EP zur nächsten Stufe. Okay, da fehlt also noch einiges für die nächste Stufe, aber trotzdem. Das ist ja schon mal 26. Boah, hallo. Jetzt haben wir es Tag, jetzt können wir erstmal die eine Aufgabe da erfüllen, um das Ganze da... Also wir müssen jetzt wirklich hier mal ein paar Aufgaben erfüllen. Fur of Masterpon is Ruffle. Engage Comb Protocol. So. Tora dreamed about tasty sausage the size of Poppy. Mal die falsche Taste. Mm-hmm.
Nehmen wir hier Baumweiser. Da lagen wir beim letzten Mal eigentlich gar nicht so falsch in der Nähe. We're here. So, denn wir müssen ja hier runter zu diesen Typis da. Und das holen. Ja, genau. Alle immer runterspringen. Macht es mir nach. Aha. Wenn das also hier sinkt, dann komme ich da erst lang, oder was? So. Ist mir aber soweit erstmal egal. Willkommen, Freunde. Willkommen im Herzen von Natur. Wollen Freunde kaufen? Also die Sache ist die. Ach, Sjorge schickt Freunde. Will Gormod Walnussholz haben? Brett kostet 10.000 Gold. Sjorge hat 3 Bretter bestellt. Macht 30.000 Gold bitte. Was? Tja, kommt Freunden teuer vor, was? Tja, ist halt so. Gormod Walnussbaum wächst nur mit Hilfe von Titanen. Aber in letzter Zeit sind Titanen immer schwächer, auch Gormod. Deshalb gibt immer weniger hochwertige Gormod Walnussholz. Also steigen Preise. Gesetzt von Angebot und Nachfrage. Versteht sogar Jungporn. Verstehe. Wenn Freunde nicht genug Gold haben, würde Mokomoko auch gegen Muskelzweig tauschen. Ist für Nopan schwer zu besorgen, deshalb wertvoll. Also wie lautet die Entscheidung? Für Gold kaufen oder tauschen? Ja, gut. Wie viel brauche ich denn? Bis später. Okay, wie viel brauchten wir? Na, falsche Taste. Wie immer. Missionsbuch. Drei. Ja, eins können wir so bezahlen, komm. Später. Sorge hat Sorge. So, damit haben wir das geschafft. Können wir wieder zurück nach Torrigod und zu den Toren von Torrigod. Können wir es abgeben. Mal was auch immer jetzt gar nicht angezeigt hat. Let us go. Doch, hat Kahn dabei. Oh, da hattet ihr aber ganz schön schwer zu tragen. Tausend Dank. Damit kann ich Möbel der höchsten Qualität zimmern und das ist halt fristgerecht. Puh, gut, dass das vom Tisch ist. Du hast dich wirklich ins Zeug gelegt, Nia. Diesem Popanz aus Moradain würde ich gerne mal meine Meinung sagen. Aber das heißt nicht, dass ich seinen Auftrag schlampig erledige. Cool. Die Handwerker in Torrigod haben schließlich einen Ruf zu verlieren. Ich stehe wirklich tief in eurer Schuld. Gar nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ich euch nicht getroffen hätte. Wenn ihr euch mal niederlasst, schreinere ich euch die schönsten Möbel, die ihr euch vorstellen könnt. Danke. Jorge hat Sorge. So, damit ist das auch erledigt. Harmonieerfolg erzielt. Oh. Okay. Dann gucken wir einfach mal, was wir jetzt noch so für Harmonieerfolge brauchen bei den lieben Damen. I feel powerful. Yep, das habe ich gehofft. Brandnova ein. 11-mal. Puh. Erziele bei umgeworfenen Gegnern 120% mehr Schaden. Erhöht kritischen Schaden. Setze die Technik Flammenfinale ein. Laufe für eine bestimmte Anzahl von Pets zu Fuß. Es zählt auch die bereits zurückgelegte Strecke. Verwende Pyros Lieblingstaschen-Items aus der Kategorie Getränke. Es zählen auch alle bisherigen. Bereite Mahlzeiten zu. Was muss ich bei ihr machen? Besiege Gegner. 5 Stück. Ernsthaft? Okay. Das
Also eigentlich nur kämpfen. So, ich will jetzt wissen, was hier bei dem passiert. Let's show him a thing or three. Meister. We can do this together. Einfach mal Meister hier auf offener Straße angegriffen. So, Miedekunst Dubai. Hinsplitter. Bringt bei keinem was. Das bringt auch bei keinem was. Schön. Dass wir darüber gesprochen haben. Na gut, wenn ich hier jetzt alles kaufe, ne? Von jedem einen muss ich ja kaufen, ne? Sollte das reichen oder nicht? Nein, das reicht natürlich nicht. Aber Gormod ist aufgestiegen, sehe ich gerade, auf Stufe 2. Das finde ich ja gut. Aber warte mal, Getränke? Guten Tag, Chef. Ah, das ist schön. So, dann machen wir jetzt mal die Kiste hier als nächstes. Kommt da unten. Diese hier. Der Aven. Aven. Seid ihr dafür verantwortlich? Ihr habt den Kran kaputt gemacht. Nein? Na gut, dann will ich euch mal glauben. Tut mir leid, dass ich euch beschädigt habe. Was ist? Ihr wollt wissen, worum es geht? Dann hört mal zu. Irgendein Spaßvogel hat bei unserem Kran den Kabel durchgetrennt. Am Anfang dachten wir, es wäre durch Verschleiß gerissen, aber dann ist es wiederum und wieder passiert. Jedes Mal, wenn wir reparieren, ist es am nächsten Morgen wieder kaputt. Es kann kein Zufall mehr sein. Irgendjemand spielt mit uns hier ein ganz übles Spiel. Das ist definitiv ein Problem. Wir müssen irgendwie die Zeit wieder gut machen, die wir durch das zerschnittene Kabel verloren haben. Aber wenn wir jetzt schon wieder ohne Kran dastehen, ist es nicht so einfach. Soll Tora helfen? Wirklich? Das würde uns echt aus der Patsche helfen. Wir hätten zwei Aufgaben für euch. Die erste wäre, dass ihr uns helft, den Kran zu reparieren. Matthäus, den Kranführer, ist eigentlich dafür zuständig. Er kann euch die Einzelheiten verraten. Okay, gut. Das andere wäre, den Täter zu finden, der immer unsere Kabel zerschneidet. Leider haben wir keine Ahnung, wer dahinter stecken könnte. Petl, unser Lehrling, ist besonders heiß darauf, den Schuldigen zu finden. Vielleicht könnt ihr ihn dazu befragen. Verstehe. Ihr findet die beiden beim Kran. Folgt einfach dem Außenmauer, dann könnt ihr nichts verfehlen. Na gut, dann wir zählen auf euch. Yep, als aktive Mission festlegen. Petl. Wie geht's, wie steht's? Oh, hat Aven euch geschickt? Er hat gesagt, dass ihr mir assistieren sollt. Ausgezeichnet. Hört zu. Wir benötigen dringend Informationen über den Kriminellen, der das Kabel durchtrennt hat. Roger. Die Vorgehensweise dabei ist euch überlassen, Agenten. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind in dieser Stadt ist ein potenzieller Täter. Selbst die Tiere sind nicht unschuldig, also hört euch überall gut um. Das kriegen wir hin. Ich verlasse mich auf euch, Agenten. An Kriminelle. Ja, Petl, fangen wir mal mit dir an. Okay, nein, er ist es nicht. Also, wir müssen wieder zurück in die Stadt und die Leute befragen. Warum auch immer. Aber gut, dann machen wir das. Wir befragen die Leute. Könnte bestimmt lustig werden. Das ist noch eine neue Aufgabe in der Richtung. So, also zwei sind über mir. Das ist Charlie.
Rosalie. Also. Ich habe was gesehen, drüben bei Zenos Holzstamm. Als ich neulich dort herumgeschlendert bin, habe ich aus dem Augenwinkel so ein seltsames Funkeln bemerkt. Bestimmt hat jemand den Kram mit einem großen Schwert beschädigt und ist dann dort versteckt. Gute Güte, verstehe. Und was machen die ardainischen Soldaten? Herumsitzen und Däumchen drehen. Sie sollten sich was schämen. Okay, der nächste ist in der Richtung 167. Ich frage mich, wo er da sieht, dass ich da oben lang muss. It's a new day, everyone. Ach, da oben. Good morning. Rise and shine. So, dann kann ich hier noch mit irgendjemandem reden. Ah. Feu. Also die Sache ist so. Nun, geht zum kaputten Kran, ja? Hab nur Gerücht von Amas gehört. Ist also möglicherweise Bockmist. Amas redet viel, wenn Tag lang ist. Jedenfalls haben Arma Mamas bei Plausch erzählt, dass Trutans großen Schabernack getrieben haben. Aha. Aber wenn Trutans in Stadt randaliert hätten, wieso dann noch keine große Geschrei unter Bürgern? Poyo? Klingt fast wie Puyo, ne? Poyo hat kein großes Geschrei gehört. Also muss Gerücht falsch sein. Okay. Aber wie komme ich da jetzt hoch, ist jetzt gerade die Frage. Ich denke mal, eine sehr gute und berechtigte Frage. Nee, da komme ich nicht hoch. Muss ich die Uhrzeit herausfinden. So. In der Richtung. Und scheinbar geht es hier noch irgendwo hoch. Hier kommt man irgendwo hoch, aber ich weiß noch nicht wo. Vielleicht im Gasthaus? Komme ich hier irgendwo hoch? Ist hier irgendwo rein? Da irgendwo hochkommen. Vielleicht bin ich da jetzt nicht verbildet, oder? Er soll jetzt hier genau über mir sein. In dem Gebäude drin. Okay, da komme ich auch nicht hoch. Hier gibt es auch keinen Weg lang. Wie komme ich denn das Gebäude rein? Hä? Ich stehe gerade vor einem riesengroßen Rätsel. Der Richtung. Wie muss man da oben raufkommen? Aha. Hier ist eine Leiter. Wenn ich die Leiter auch hochkriege,
Also die Sache ist die. Wollt wissen, ob ich jemanden Verdächtiges gesehen habe? Schon oft genug. Ich halte hier schließlich nicht zum Spaßwache. Mir entgeht nie etwas. Naja, hier vor Ort ist mir in letzter Zeit nicht aufgefallen. Sonst hätte ich sofort Alarm geschlagen. Aber neulich. Neulich hat mir ein Kollege berichtet, seine Einheit sei Patrouille von Unbekannten angegriffen worden. Zum Glück sind sie mit ein paar Schrammen davongekommen. Aber wenn auch immer die Angreifer waren. Es müssen ein paar recht fähige Schützen darunter gewesen sein. Verstehe. Das ist aber auch das einzige Verdächtige, woran ich mich erinnern kann. Dank Moradin ist es in Gormod recht friedlich. Okay, jetzt haben wir nur noch einen Hinweis. Das ist der Hinweis. Aber wie komme ich da hoch? Hier muss doch irgendwo ein Turm sein, wo ich rauf kann. Oder eine Leiter oder irgendwas in der Richtung. Wenn ich hier lang gehe, habe ich hier keine Leiter, ne? Nein. Ich wollte gerade sagen, geht mir Pyra zurück. Pyras Geheimtür. Ich bin zwar jetzt auch nicht zu dem Typen, aber egal. Jedenfalls kann ich hier mal hoch. Nunu? Aha. Tiger, Tiger, Tipp, Tipp. Come out, come out! Stimmt, es gab ja mit dem Update auch die Möglichkeit, jetzt bei Tiger, Tiger einen einfachen Schwierigkeitsgrad auszuwählen. Mal gucken, was wir da haben. Easy. Stage 2. Oh Mann. Okay, machen wir es so. Müssen wir mal hier Poppy aufbessern. So. Whee. Oh nein, da ist eine Krabbe. Ui. Okay, das wollen wir alles haben. Nein, der hat mich erwischt. Mama, und der ganze Tag ist schon vorbei. Aufgehört zu regnen? Tatsache, wunderbar. Das wollte ich eigentlich hauptsächlich erreichen, dass es aufhört zu regnen. Wo kommen wir jetzt da hoch? Irgendwie muss ich da hochkommen. Und ich weiß partout nicht, wie. Da oben sind Wege. Da oben sind Wege, aber ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Ja, und da oben ist der Typ. Wie komme ich da hoch? Da ist die Brücke rüber, da und da lang. Ach, warte mal. Tataka. Schockiert. Hat riesenwuchtige Entdeckung gemacht. Ist bestimmt Entdeckung von Jahrhundert. Was ist los? Pegel von Wolken ändert dauernd Tataka. Guckt jeden Tag genau hin und hat genau bemerkt. Immer wenn Tataka Haya macht, ist Pegel von Wolken am nächsten Tag ganz anders. Heißt, manche Orte sind bei hohem Pegel nicht mehr erreichbar. Tataka gewinnt mit Entdeckung sicher feinen Preis. Wird vielleicht Ehrenporn des Jahres. Ohohoho. Ja. So. Und hier ist der Weg, den wir gesucht haben. Aha. Das ist eine tolle Klinge. Hallo, Velma. Ob Gerüchte von nah oder Gerüchte von fern. Velma hat all ihre Gerüchte so gern. Also die Sache ist die. Ob ich eine Ahnung habe, wer den Karan kaputt gemacht haben könnte?
Da fragt die Richtige. Ich habe gehört, dass ein Meister wohl zwei verdächtige Gestalten am Baum am Stadtrand gesehen haben soll. Verstehe. Glaubt ihr, es waren vielleicht ein paar Verbrecher, die den Ort hier auskundschaften wollten? Was für ein gruseliger Gedanke. Als ob die Welt für ein Mädchen wie mich nicht schon gefährlich genug ist. Strandkriminelle. Jetzt bin ich schon hier oben. Jetzt glaube ich, auch gibt es hier 100% noch irgendwas zu finden. Ach doch, mein Schatz. Treasure acquired. Wow. Ach, das Konsulat ist hier. You're all mine. Guck hier an, was wir hier haben. Ein Kernkristall. Hier haben wir doch auch schon einige Szenen gesehen, ne? Schön, das auch mal hier aus der nächsten Nähe zu sehen. Und genau deswegen liebe ich das Spiel. Hier wirklich jedes Detail wird hier beachtet. Ist hier noch irgendwas? Okay, dann können wir jetzt eigentlich wieder rüber. Und zack, wir springen über euch rüber. Und haben die Aufgabe erfüllt. Jetzt können wir eigentlich das da wieder dem Typen sagen. Wo war er hier? Hettel. Habt ihr schon Hinweise gesammelt? Als Agenten ist es eure Bürgerpflicht, den Täter aufzuspüren. Was ist eigentlich genau Bürgerpflicht? Die ardeinischen Soldaten sagen das andauernd. Halten sie wohl für besonders toll mit ihren wichtigen klingenden Begriffen. Ja, aber ich habe doch alles. Potorigot gesehen. Wutans. Zwei große Bäume. Hä? Bei Trutans, zwei große Bäume. What have we here? Hier sind doch die zwei großen Bäume. Trutan, zwei große Bäume. Potorigot. Hä? Bei zwei großen Bäumen. Das sind die. Da wurden zwei Trutans gesehen. Okay. Das ist der eine große Baum. Zwei Personen, möglicherweise Trutans, wurden bei einem Riesenbaum vor Torrigot gesehen. Finde sie. Ein Riesenbaum. Oh. Das habe ich gesehen. You're all mine. So. Hier haben wir einen riesengroßen Baum. Aber der zählt nicht. Der hat auch eine Quest, aber auf die will ich jetzt gerade mich nicht einlassen. Bei einem großen Baum. Hup! Euch habe ich jetzt keine Lust. Hier ist ein riesengroßer Baum. Ist halt immer schön so. Boah, zwei Personen, ein riesengroßer Baum. What have we here? Hier sind mehrere Bäume. Die Frage ist halt, heals an aching soul. Muss es denn sein, der Baum, damit er riesengroß ist? Also hier hätten wir ja schon mal einen großen Baum, ne? Come out, come out! Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das hier ein großer Baum ist, aber das hier ist ein großer Baum. What have we here? Und ich teile euch mit. Hier ist keiner. Hier ist auch ein großer Baum. Wenn man das hier als großen Baum ansieht.
Und hier kann man so hochklettern. Und das nur wegen der Schatzkiste. You're all mine. Ernsthaft. Autsch, das hat weh. Also auch dieser große Baum zählt nicht. Er war's. Definitiv er. Ist auch wieder eine riesengroße Wurzel zu einem Baum. Komm out, komm out! So, wo ist der Riesenaffe da oben? Verdammt, falsche Taste. Welcher Baum könnte das sein? Ein Baumweiser. Gucken wir mal da. Das ist auch ein großer Baum. Ist ja auch vor Torrigod. We're here. So, shall we? So. Ist ein großer Baum. Der Baum zählt aber nicht als groß, nein? Nein, der zählt nicht als groß. Ihh, da ist der Große wieder. Es ist schon wieder dunkel. Bye bye, daytime! Master Pawn worked hard today. Hm. Weiterhin die große Frage. Welche zwei großen Bäume vor Torrigod? Hopp. Hier ist nirgendwo weiterhin ein großer Baum. Hopp. Hm. Gut. Hopp. Ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge, wo wir hier noch weiter große Bäume finden. Für diese Folge war es das jetzt erstmal. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.